So, jetzt müssen wir kurz gucken bei den Grizzlies. Wenn ich jetzt hier bei den Grizzlies das Dingens ausschlage. Bei den Grizzly East bin ich in der Nähe, aber wenn jetzt ein West aufbaut, habe ich natürlich ein Problem. Auf jeden Fall blinkt jetzt meine Post. Ja, meine blinkt auch. Also die blinkt nicht, das ist ein Ausrufezeichen. Ah ja, Fort Wallace, das ist ja hier. Das ist auf jeden Fall näher dran. Gut, dann reite ich mal schnell zum Lager. Bist du mir beigetreten? Nee, ne? Nee, es geht nur andersrum. Weil du der Truppführer bist? Es lässt sich nicht anders machen. Ich will dich ja auch zum Anführer reinmachen, Sven. Aber das geht erst, sobald die das halt anbieten. Einladung wurde an Conny verschickt. Warum springt das Pferd nicht? Ja. Erstaunen. Wie viel gibt es für Kopfgeld lebend abliefernd? Hab bis jetzt nur tot abgeliefert. Naja, was soll ich dir sagen, doppelte. Emilio? Den vollen Betrag gibt es für lebend, den halben für tot. Ja, voll. Kommt halt auf die Mission drauf. Genau, also wenn du bisher nur tot abgeliefert hast, einfach den Betrag verdoppeln, dann weißt du ungefähr, wie viel du kriegst. Auch wenn es echt teuer ist, hol dir das bessere Lasso. Daniel hat vorhin die Erfahrung schon damit gemacht. Das bessere Lasso kostet, was hast du gesagt, $350? Und $350. Und Kopfgeldjäger 1 musste sein, ne? Ja, genau. Also musst im Endeffekt nur die Kopfgeldjäger-Lizenz haben, dann kannst du es dir holen. Ja. Und einer Kollege hat mich vorhin gefesselt mit dem Ding. Ich konnte mich gar nicht befreien. Überhaupt nicht. Wir haben ihn mal kurz auf die Schienen gelegt, als der Zug kam. Also du kannst der R hämmern, um dich zu befreien. Das ging nicht. Ich war quasi... Ist aber im PvP auch unglaublich schwer bis unmöglich, jemanden zu fesseln, muss man ja dazu sagen. Im normalen PvP. Daniel war einfach nur... Gläubig, dachte, seine Mates verraten ihn nicht und dann hat er das Lasso drum gehabt. Ja, der Klassiker halt. Bist du überzeugt, jetzt würde Freitag Homeoffice machen? Hast du das bestellt? Ja, dachte ich mir. Ich muss erst mal gucken, wie ich arbeiten muss. Hast du schon was von Packstation gehört? Packstationen bei uns. Sichi, Manuel. Wir leben hier nicht in der Großstadt, also eigentlich schon, aber... Okay, ja, wenn du die Lizenz hast, musst du nur $350 zusammensparen, 150 hast du ja schon. Und dann kannst du dir das verbesserte Lasso holen. Und damit kannst du dir das dann... Da befreit sich so schnell keiner. Das Hauptproblem sind ja die Spitzbuben drumherum. Auch, ne? Leute sind da nie alleine. Wo hat denn dieses scheiß Lager aufgeschlagen? Ich raste gleich völlig aus. Oben auf dem Berg oder was? Ich könnte hier mit bist du beigetreten inzwischen? Nee, noch nicht. Na, ich muss erstmal abgeben. Wenn ich dir beitrete, wechselt ihr den Server. Oder die Sitzung. Ich auch eine andere Vorratsmission annehmen könnte. Es kann sein, dass das wegen meiner Ehre jetzt natürlich auch nicht geht wieder. Weil ich ja unehrenhaft bin noch oder ja immer noch bin von der letzten Mission. Wo habt das Lager? Muss ich mir eh erstmal die Schlachtbank kaufen. Weil ansonsten wird hier gar nichts, glaube ich. Wo mache ich denn das? Garderobe? Ich Garderobe und du kaufst die in dem Shop von dem Typen. Okay, gucken wir mal. Ach stimmt, ja. Ich habe noch nicht mal einen Hut, ich habe auch noch nicht einen Hut. Alles gut. Ausstattung. Es gibt später einen Perk, dass du nicht mit dem Headshot getötet werden kannst, wenn du einen Hut auf hast. Nicht ohne meinen Hut. Es lohnt sich. Ich kann dir mit Crips Outfit kaufen. Ach nee, ich kann ihn nur ich werde dir Geld bezahlen. Ihn nett anziehen. Ja. Alright, you know where to find me. Händlerrang auf Stieg 1. 2000 Erfahrungspunkte. Yay. Wow, da
das ist ordentlich. So, wo ist denn jetzt hier das Ding da? Begib dich nach Carmody Dell. Was hast du denn dafür angenommen? Was ist das denn? Let's get ready to rumble! Exit! Vielen Dank für deinen Raid und willkommen an dich und deine Zuschauer! Dankeschön! Ich habe, was ich angenommen habe, ich habe jetzt nur den Tisch gebaut. Wo musst du dich denn hinbegeben? Irgendwo nach Dromedary irgendwas. Toll, dass ich das spende und nicht verkaufe. Ich wollte es eigentlich verkaufen. Was ist mit den Kadavern, die ich habe? Wenn du sie nicht gehäutet hast, kannst du sie auch spenden. Verdammt, ich habe sie gehäutet. Dann kannst du nur die Häute spenden. Ich bin eigentlich ziemlich dumm. Ja. Weil ich glaube, ein Zahn war. Muss ich als gegen als Daily Quest verkaufen. Jetzt habe ich den Crypsters reingeballert. Ah, ist ärgerlich. Habe ich jetzt hier einen Timer gerade? Ernsthaft? Wenn du deine Sachen abgegeben hast, kannst du aber joinen. Dann kann ich weitermachen. Sonst stehe ich gerade hier nur dumm rum. Ja, ich habe nur Ladescreen. Ich mache Händler, Sammler und Kopfgeldjäger. Du kannst alles machen. Ich habe wirklich einen. Warum habe ich jetzt hier einen Timer? Ich würde hier eine Vorratswagenmission annehmen, die die Ehre nochmal erhöht. Weil sie gerade da ist. Achso, alleine jetzt meinst du das? Nein, ich würde gerne was annehmen, aber dazu warte ich halt, bis du wieder da bist. Weil du spawnst ja dann da, wo die Mission gestartet wird. Ich reite mal kurz darüber, das ist nur ein Katzensprung rüber. Und dann gucke ich mal, weil ich weiß nicht, ob ich die dann nochmal triggern muss irgendwie. Aber ich bin gleich, das dauert nicht lange. Minute. Oh ja, das sagen sie immer. Muss einfach nur quer durch die Pampa und dann, wenn ich den richtigen Weg, wenn ich den richtigen Weg reiten würde, würde es ewig dauern, aber wenn ich einmal quer durchreite, dauert es eine Minute. Wunderschönen guten Abend, Meister Olli, hallöchen. Woher bekomme ich die Angel? Woher hast du deine Angel herbekommen? Beim normalen Händler, ne? Ja. Ab Level 15 oder 20 kriegst du die Angel. Ich hab gerade ein Tier überritten, hab 5 XP für den Kill bekommen. Lul. Ja, ich versuche auch mal drüber zu reiten, auch wenn es irgendwie immer uncool ist, Tiere zu töten. Ich muss auf den Wagen steigen? Das hier für eine Mission. Ja, schick mir nochmal die Einladung. Ich trete gleich bei. Ich muss jetzt hier den Wagen irgendwo hinfahren. Theoretisch. Ich guck mal schnell, wohin ich den fahren müsste, aber. Setz mir mal den Hut auf hier. Hup. Hallo? Ja, ich komme. Ich bin gerade hier beim. Bin sofort da. Oh, ich muss noch was. So, ich bin gerade beim Händler drin. Ja, ja, dann mach mal. Ich gebe den Wagen einfach mal schnell ab. Der gleiche Weg nochmal zurück. Ah ja, der super kurz, ich weiß schon. Ist auch super kurz. Oh mein Gott, sieht es lächerlich aus. Jetzt mein Fernrohr, wenn ich ein langes Zielfernrohr nehme, ist genauso lang wie meine Waffe.
sehen. Wie teuer waren die Angelrute? War nicht so teuer, ich kann dir aber nicht genau sagen, wie viel. Also beim ganz normalen Gemischtwarenhändler kannst du die, glaube ich, kaufen. Ja, kannst du überall kaufen. Manu sagt, die war nicht teuer, er hat mir aber auch von erzählt, dass der Spaten nur 90 Dollar kostet. Ah, 220, ja. Und dann waren es wohl 230. Steig auf den Wagen. Oh, der Wagen ist noch heil. Das war Glück im Unglück. Oh, Pferd. So, gibt's eine Levelbegrenzung fürs Angeln? Du kannst die Angel nur mit einem bestimmten Level kaufen, ja, habe ich doch gerade gesagt. Achso, ich habe 20 muss das sein. Ach so. Ja gut, das muss ich jetzt natürlich nicht. Und ich habe auch gerade nicht so wirklich zugehört. Ja, ich weiß. Weil ich hier wieder irgendeinen Hang runtergefallen bin. Deswegen gibt's hier direkt Fake News weiter. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Also das mit der Levelbegrenzung ist manchmal wirklich ganz schön blöd. Well, what do you think? Cripps Trading Company is officially up and running. So get out there and do some hunting. Time for us to make our fortune. I need some luxury and repose in my twilight years. If there's a fellow on this green earth that deserves a drink more than me today, I'd like to meet him. Anyway, don't let me keep you. Oh Mann, du kannst so richtig Geld bei so einem Büchsenmacher lassen, um deine Waffen ein bisschen zu verbessern. Oh ja. Das ist nicht... Da ist nicht wegen mir da. So, I'll just get you over to it. Morning. Promise to look out for bandits though, okay? Good. Toll. Ich dachte, ich hol schnell meine Post ab. Ah ja. Nein, okay. Nur mal schnell. Jetzt würde ich aus, hier nochmal zu warten. So. Ich bin mir nicht sicher, ich konnte so schon nicht mehr alle normalen Missionen, also nicht alle Missionen annehmen, weil mein Ruf zu schlecht war. Ja, das glaube ich. Unterschied. Hätte ich dich das mal lieber machen lassen. Ja, Daniel, mach mal den Ruf schlecht, denn dann kannst du die Mission annehmen. Also viel besser fand ich ja, dass einer hinterhergelaufen ist und die Fotos, also Fotos davon gemacht hat, wie der du... Der Typ war der Knaller, der hat mir zugewunken. Ich habe nicht reagiert, weil ich nicht wusste genau, wie man das mit den Emotes macht. Und ich wollte ja nicht mit dem völligen Massaker anfangen. Ich habe einfach nur Leute verprügelt. Dieser Typ ist mir eine halbe Stunde hinterhergelaufen. Geil. Das hat mich richtig, Die Frage ist, warum sitze ich jetzt auf dem Pferd? Wow. Die Frage ist, warum lädt er es jetzt zweimal? Trick 17. Doppelt hält besser. Oh. Doppelt hält besser. Ich habe beide Schnüre in der Hand. Was hast du? Die Waffe. Fahrerwechsel. Will passt. Nein, er will schießen. Oh nein. Wir werden safe angegriffen, weil es ja eine NPC-Mission ist. Oh Gott, deswegen hat er das. Oh. Oh. Jetzt habt ihr so. Fuck, ich kann nicht rückwärts fahren. Doch, du kannst rückwärts fahren. Oh, das hat aber lange gedauert. So. Wenn man verliebt spricht, dann spricht man das in einer hohen Stimme. Richtig, genau. So ist es. Bisschen. Und dass wir jetzt noch nicht angegriffen wurden, dann wären wir jetzt ziemlich tot. Erstmal gleich versucht mit einer tiefen Stimme zu antworten. Ja, na, alles gut. Oh Gott, das Ding ist so schwer zu steuern. Oh Gott. Ui, das war knapp.
Was mich viel mehr stört, ich kann hier nicht in den anderen Scope-Modus wechseln. Also für die Zuschauer, man kann auch Kimmel Korn schießen, wenn man in den Secondary geht, also in Scope, und dann nach vorne drückt mit dem Mausrad oder dreht, dann geht er in den anderen Zielmodus. Aber das geht nicht, wenn man auf dem Pferd sitzt und auch nicht, wenn man auf dem Karren sitzt, scheinbar. Total blöd. Weil du den Karren wahrscheinlich gleichzeitig sehen sollst. Geht auch nicht mit der Pistole, also. Das Ding ist wie ein LKW. Aber richtig. Also wenn die... Das also ist halt auch nicht schlecht, dass es nicht einfach zu lenken ist, ne? Aber... Ja, das macht es ja ein bisschen realistischer, dass ich das Ding irgendwie in Smart fahren irgendwie, dass ich den in jede Parklücke hier reinkriege, dann wäre es natürlich auch albern. Was? Realisierende Spieler können diese Art von Lieferung angreifen? Ja, wir sind aber schon Markus. Alleine. Wir sind alleine in der Lobby, keine Ahnung warum. Okay. Na gut. No friends. Ja. Wir müssen aber beim Lager aber tatsächlich nochmal gucken, ob wir eine Lieferung raushauen können. Die gibt Geld und wenn man alleine ist, dann kann man nicht fernliefern. Es sei denn, jemand fährt damit durchs Wasser und versenkt den ganzen Kahn, ne? Ach Mann. Wer macht sowas, frage ich mich, aber. Das hat mich ja Geld gekostet, okay, nicht dich. Du hast einfach $20 trotzdem bekommen. Ich habe 30 versenkt und 30 wiederbekommen. Oh, Gegners. Ich komme mit dem. Meine Mossens ist auch viel zu hoch. Das ist ja, warum regelst du sie denn nicht runter? Ja, weil ich dafür die Config-Datei erstmal suchen müsste. Das habe ich mir. Wieso denn die Config-Datei? Weil in-game die Maus-CD auf 0 ist bei mir. Wieso spielst du. Welche Maus-Sensitivity hast du denn bei Windows? Keine Ahnung. Eine DPI-Zahl sagen, 2200. Ja. Ja, dann gehen wir auf normale 800, wie jeder normale Mensch. Nein, ich will die maximale DPI-Zahl haben, um die bestmögliche Abtastrate und die Genauigkeit zu haben. Abtastrate und DPI hat nichts miteinander zu tun. Und das hast du doch Abtastrate kannst du doch trotzdem mal extern einstellen. Ich habe 1000 Hertz und DPI und 1000 Hertz Abtastrate. 1000 Hertz und 2200 DPI. Ja. Und damit, aber DPI heißt doch Dots per Inch, wie viele ja. Punkte du dich quasi bewegst, wenn du die Maus bewegst, ein Inch. Ja, ich dachte immer, wie höre ich das? Und die Abtastrate hat nichts damit zu tun, wie viel DPI, das ist einfach nur eine Art der Geschwindigkeit. Ältere Sensoren können halt nicht so viel DPI bieten, das ist kein Qualitätskriterium, wenn keiner mit 16.000 DPI spielt. Kein normaler Mensch, der nicht irgendwie... Ja, ich bin halt jetzt darauf eingespielt, ne? Ja, du kannst es ja in-game höher stellen, dann kannst du das trotzdem alles leveln, hast aber viel mehr Einstellspielraum. Ich habe 3 Monitore und wenn ich das von links nach rechts beschiebe, ich habe trotzdem die 800 drin. Es läuft ohne Probleme. Hm. Das wohlgemerkt auf hochauflösende Monitoren, also $8 sind $8, gut. Wow. 200 XP. Oh, ein weißes Pferd. Können wir direkt die nächste Quest annehmen? Ja, nimm ruhig an. Ja, du bist ein lustiger Vogel, als ob ich das könnte. Ach, ist das kacke gemacht. Er hat wirklich in die nächste Sitzung mein Tier hinten, also mein... Ich hab auch gerade zuckend das wahrgenommen. Oh, den kenne ich aus der Singleplayer. Well, look here. You come here to rob me, you ain't gonna get much. Life's pretty simple out here. Only thing I got worth taking... Well... Some old stories. And those ain't everyone's taste. Wirst du später auch sein, wenn du alt bist. You know, folks like to come out here, lend a hand time to time. And I'll pay them for it when I can. You see, this old leg here, well, to be more precise, the lacking of it, prevents me from taking care of things the way I like to. What do you say? You want to help an old man out with what's vexing him? All right. So here it is. Supply wagon's supposed to make its way up here. Got caught in an ambuscade. Now here they got it and all the supplies out in your Six Points cabin. You can bring it back for us, why? These coming months might not be so hard on certain folk. Thank you.
You try not to be causing any casualties if you can. Ending lives when it can be avoided, well, that ain't gonna make you too proud in your old age. I know that only too well. So long. Good luck. Findest du eigentlich meinen Hut? Ich sehe ihn gerade nicht, Moment. Du siehst aus wie ein Farmer. Mein Hut in Verbindung mit dem verletzten Mund und dass mein Mund ständig offen steht, sieht da einfach aus wie der letzte Hinterwäldler. Es ist halt. Du meinst ein Sylvester Stallone in Farmer? Ja. Ich ziehe mir heute noch 23 Uhr, passt noch. Kann ja gleich mal den nächsten Rampen. Den gehen wir bitte den Auftrag. In den nächsten Rambo-Teil rein. Den Auftrag? Nee, ja. Den kenne ich nicht. Aber wir haben ja einen zeitgezogenen anderen Auftrag. Wir müssen ja den Wagen innerhalb von 14 Minuten jetzt noch zurückbringen. Für das du dein Pferd auch immer ordentlich, dass du die höchste Verbundenheitsstufe hast? Das glaube ich schon. Kannst du mit Steuerung so eine Vollbremsung mit dem machen? Ich glaube. Das ist die höchste Verbundenheitsstufe. Das ist ein neues Pferd, kostet ja auch. Das hattest du ja mal geholt, oder? Genau. Natürlich nicht. Du hattest ja dafür schon $500, wo ich da irgendwie keine Ahnung was hatte. Leider ein bisschen kernbehindert. Die meisten Pferde konnten wir ja beide auch nicht kaufen. Das glaube ich, weiß gar nicht, was das war. Ein $300-Pferd oder so. Ich erschieße es wie einen räudigen Köter. Was? Ich habe ihn ganz bisschen angerammt und er will mich jetzt wie einen räudigen Köter erschießen. Kannst du das doch. Ja, ich wollte gerade sagen, das höre ich hier in meinem Bezirk, wo ich wohne, eh öfter. Ganz leicht anrempeln, dann hört man das, genau. So, du bist ja eher da wahrscheinlich. Mein Pferd. Ich weiß nicht, ich bin hier, ich hänge gerade an einem Zug fest. Mein Pferd weigert sich hier, diesen scheiß blöden Hang hochzutraben. Hab's doch nicht so mit den Wegen. Ich muss übrigens feststellen, die einzigen Shootouts, die ich spielen kann, sind halt die mit dem Scharfschützengewehr. Sonst kann ich nicht treffen in dem Spiel. Scharfschützengewehr ja, alles andere geht gar nicht. Also ich habe auch schon an Zuschauer hier gesagt, auf der PlayStation spielt es sich halt wirklich einfacher, wenn du den Auto-Aim hast. Das ist halt einfach ja, so. Das Ding ist, dass du hier in dem Spiel ja, sagen wir mal, ungefähr konstant 60 Frames kriegst, vielleicht ein bisschen mehr. Oder bei mir eher weniger. Ja, ich habe auch gerade 50. Und gut, da ich halt nicht so sauber aimen kannst. Das ist halt ein Riesenproblem. Das habe ich letztens so einen schönen Test gesehen von, ich weiß nicht, ob du Grimms kennst, das ist auch ein sehr cooler Streamer. Ich kenne den Streamer, habe noch bei Twitch folge ich dem auch mal. Er hat Featurings Shroud mal so einen Test gemacht. Sind 240 Hertz besser als machen sich zu besseren Spielern. Und das Ding ist, dass beide 60 Hertz Monitor gar nicht treffen konnten. Ja. Die haben so schlechte Ergebnisse auf 60 Hertz Monitor geliefert. 144 Hertz war okay, 240 Hertz waren besser. Ich meine, das sind ja Berufsgamer, die machen ja nichts anderes. Ja, versuch mal wirklich eine konstante Framerate von 240 zu haben, also da muss der wirklich. Ja, ich kenne keinen CSGO, kenne ich kein Spiel mehr. Ja, also das schaffst du gar nicht. Mein Shroud hilft ja sowieso, denn ein bisschen ein paar Programme nachzutreffen, aber Grimms denke ich eher nicht. Ja, das wird ihm, seit er von CSGO sich da verpissen muss, so wegen diesen, nennen wir es mal, Gerüchten, weil es nicht bewiesen werden konnte. Aber es eigentlich schon fast sicher war. Ich habe ein Video gesehen, wie er da geaimt hat. Also, der hat im Mikro, also im Millimeterbereich ist da die Maus gesprungen, habe ich nur gesehen. Also. Kann man ja easy peasy machen. Oder so ein, man hört nichts, aber er fliegt 180 Grad.
ohne zu überzielen, was auch immer, auf Pixel genau, gibt ein Headshot bei PUBG, dreht sich wieder um und fliegt den nächsten um 180 Grad. Kannst mir nicht sagen, dass sowas so, er hat gepre-aimed oder den predicted. Kannst ja nicht Pixel genau predicten, das wäre halt scheiße. Aber man konnte es ihm ja nicht beweisen. Ich habe hier gerade einen gefangen. Was? Also mit dem Lasso. Hab ich noch? Ja. Ist aber schon klar, dass hier auch eine ganze Menge andere getötet werden wollen, ja. Stand da, ist soll die bewusst durchschlagen oder so. Oh, sagtest du, ich töte die gerade alle. Ja, scheint nicht so, ich werde gerade vom Pferd geschlagen. Scheiße, ich hab eh schlecht. Also, der mich angreift, den darf ich aber auch schießen hier. Der, stand your ground. Ja, also, was soll ich sagen? Ich habe irgendwie gerade 3 Morde begangen. Ja, aber gut, dass du es mir erstmal vorher gesagt hast. Ich versuche hier gerade. Die hatten alle einen halben Dollar bei. Lass mir den. Lass ihn mal lassen, lass ihn lassen. Lass ihn, das ist der Letzte. Ja, du schießt aber auf mich, Kackvogel. So, jetzt die rechte Maustaste gedrückt. Hau ihn mal. Rechte Maustaste gedrückt halten und dann fesseln. Oh, man kann ihn. Oh, so eine Leute kenne ich auch, wenn sie am Boden liegen im noch. Ich will gar nicht wissen, woher, Mann. Ich lebe im Ghetto. Ich lebe im Ghetto. Was ein armes Schwein. Jetzt komm, wo der nächste hier uns angreift. Hier kann man noch was looten, Manu. Loot ist mir nicht so wichtig. Zitiere mich bitte. Ja, wer braucht schon Geld? Vielleicht hat er. Vor allem, wenn es eine Tarotkarte ist, ne? Konntest du nicht wissen, dass da eine drin ist? Okay, ich fahr los, reite hinterher. Hast du die Karte jetzt nicht mitgenommen? Na, lag die auf dem Tisch oder lag die ja, in dem Typen? Die lag hier auf dem Tisch. Na, sag das doch. Mit dem Typen, die hast du doch alle ausgenommen. Ach, gar nicht. Auf welchen Tisch denn? Hier sind so viele. Auf dem Fass. Ja. Mach deine Dingens an. Dein Dead Eye. Leuchtet doch orange. Ja. Ja, recht. Karte markieren. Jetzt suche ich mich hier irgendwo unter Cumberland. Hast du wieder die Karte gefunden oder war es einfach random? Einfach eine random Karte. Also random, ich habe einfach im Lager lohnt sich öfter mal zu gucken. Ja, hast du absolut recht. Schlaf schön, Emilio. Verschmiert. Endlich aus. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Mit der Realität zu tun. Boah, das ist sich die halbe Körperhälfte und dann im YouTube-Video. Oder halt im Stream. Braveheart. Braveheart, Alter. Boah. Muss mal kurz gucken, Alter, wir haben ja ewig cool gebraucht. Sieht das cool aus? Ja, hoffen wir, dass wir es in 6 Minuten noch schaffen. Wir haben uns gerade so richtig einen entspannten gemacht. Das war auch mega weit weg. Wenn ich mal auf die Karte gucke, halleluja. Also hier ist es, glaube ich, schneller, wenn du auf dem Weg bleibst. Also ich bin durchs Gebirge geritten, bin ein paar Mal gestürzt. Hier Leo, Marius gerade reingepostet, Steam Controller für 5,50 €. Ja, ich hab's nicht gesehen, aber es ist doch Black Friday Week. Controller für 5, ja, aber die kosten sonst 55 €. Ich hab einen letztens gerade erst für 40 verkauft noch. Schlussversand.